Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur TFT-Weltmeisterschaft Game 6. Es ist sehr schnell zusammengefasst. Die Weltmeisterschaft endet, wenn jemand Erster wird, der nicht aus Europa kommt. Das Prinzip ist, man muss 20 Punkte haben. Ja. Das war's. Okay, auch wir haben noch nicht 20 Punkte leider. Aber wir freuen uns natürlich, weil das bedeutet maximalen Content. Denn das heißt natürlich garantiert, dass wir bestimmt noch eine weitere Runde sehen. Und wir haben eine Spatula für alle. Das heißt, es wird auf jeden Fall gekocht zumindest. Da habe ich jetzt leider nicht gesehen, wer da drauf stand. Aber das war wahrscheinlich mal wieder jemand wie Darkest, ne? Der ist ja das Chaos-Marker. Wir haben tatsächlich hier direkt zwei Witchcraft und ein Witchcraft-Emblem möglicherweise für Volta. Also wenn das Augment dazu käme, dann wäre richtig Party. Und der hat gerade schon eine Runde Warwick Reroll gespielt. Ja, auch nicht ganz unerfolgreich, aber fast ganz unerfolgreich. Ja, also für den ersten reicht es normalerweise jedenfalls nicht. Man könnte eine Frost-Spatula auch machen. Also wenn er jetzt hier ein Emblem bekommt, sehe ich hier Möglichkeiten. Ah, weiß nicht, Frost. Ist das wieder was? Also Frost Varus war ja lange ein Ding und dann irgendwie gar nicht mehr ein Ding. Und weiß nicht. Ich glaube gestern eine Runde, wo das gespielt wurde, glaube ich. Ja. Guck mal gerade. Und das war ein First. Also, beste Embleme ist überraschenderweise Pyro. Dann Witchcraft. Ja, Frost ist actually auch gut, ne? Ja. Warum ist denn Pyro? Das kann ich mir gar nicht erklären. Da brauchst du ja 10 von, damit das cool ist. Nee, nicht schon wieder. ja, wir gucken weiter zu, weil das ist ein europäischer Vertreter. Franzose, ganz sympathischer. Komm, Spoils of War, gib ihm. Branching out, let's go. Flip it. Er flippt es. Yes. Es ist nicht gut. Warrior Spatula. Also ich meine, das passt nicht zusammen, aber Warrior Spatula an sich ist nicht schlecht. Also man könnte zum Beispiel jetzt natürlich auch in Witchcraft reingehen mit Warrior Spatula. Wir haben nur blöderweise auch keine Warrior. Ja. Man muss jetzt Risiken gehen, das ist ja klar. Wir müssen Erster werden. Ich denke, so wenig Hits wie wir haben und so ist das eher open-fortig. Alter. Okay, wir gehen Risiko. I like it. Okay, aber sind... Also halt, stopp. Warrior Witchcraft hat ja eine Unit, die beides ist. Das Fiora, die kommt erst sehr spät. Ja. Aber 8 Witchcraft kann man Lobbys gewinnen. Ja, glaube ich leider nicht dran. Einfach, weil es immer irgendeinen Arsch gibt, der eine QSS hat. Ja, und hier ist leider das Gegenteil von dem, was er gemacht hat. Nämlich die ich baue einfach Stoneplate Variante. Ja. Also das, was natürlich schon ein Ding ist, wenn du es so früh slamst, du signalisierst der Lobby natürlich auch, lasst mich in Ruhe. Na, also ist es unattraktiv, auch ein Witchcraft im Leben zu bauen, wenn schon jemand eins geslammt hat. Er hat wirklich gerade eine Cassio liegen lassen? Ich meine, hier mit ein paar Losses reinzugehen, ist eigentlich ganz in Ordnung, ne? Aber hat er wirklich eine Cassio liegen lassen? 14 Gold oder was? Ja, aber ich glaube vorher. Aus der Creep-Runde heraus wahrscheinlich. Achso, jetzt verkauft für 10 Gold. Ja, ich denke, ist reasonable, ne? Ist ja eh nicht Level 4 bis 2, 3. Will eh nicht Cassius restarren. Ja. Caretaker's Ally von Ryu. Nila. Sehen wir jetzt wirklich Ash, Nila, Reroll? Das würde mich tatsächlich sehr freuen, muss ich sagen, weil das ist für mich eine Comp, die voll solide ist und nicht verständlich, dass das nicht gespielt wurde. Allerdings mit der Einschränkung, dass man damit wirklich fast nie ein Spiel gewinnt. Ja, jetzt ist nur so, dass man das schon muss, wenn man Weltmeister werden will. Ja. Ist dann vielleicht nicht der Moment, das auszuprobieren. Ich denke, wir sind ja Warwick Soraka, oder? Ja, bin ich auch dabei. Ich glaube, du kannst schon natürlich mit Nida 3 relativ schnell aus dem Caretaker's Ally durchleveln und dann hinten raus in 7 Eldritch auch Briar spielen. Also da gibt es theoretisch dann trotzdem auch eine Win-Condition. Okay, warte mal ganz kurz. Okay, das ist schon mal richtig. Ich call jetzt, es ist ein Spatula im Karussell. Okay. I like it. Oh, scheiße, gewinnen wir den Fight?
Sind zwei Poppies besser als eine? Nee. Ich glaube, zwei Zoe sind besser als eine. Ja. Gott, die Arena, ne? Der Wyvern ist wirklich völlig durch. Ja, aber es ist auch mentale Kriegsführung, ne? Also wenn ich dich im Game snipen will, dann weiß ich, was ich einlogge. Okay, du meinst, es wird nie gescoutet dann? Du hast schon wieder gelogen. Wir können nicht alle VODs löschen. Ich kann alles. Also warte mal ab. Morgen kommt der Copyright-Strike auf alles. So, wir haben Fairy geslammt mit Rageblade. Also das ist schon mal auf jeden Fall Kalista. Mhm. Und ansonsten haben wir noch nicht viel geslammt, ne? Aber also, ganz spannend, bei Darkest, der hat Beggars Can Be Choosers, also der weiß ganz genau, welches Emblem er haben möchte. Und ich frage mich, welches, weil das ist ein Hunter-Opening. Ja, der wird wieder 100 Hunter spielen, oder? Aber dann ist die Spatula echt ganz schön schlecht. Es sei denn, er reforged ihn noch und macht auch noch ein Hunter-Emblem. Das ging ja natürlich, da hast du recht. Ist ihm zuzutrauen, oder? Mhm. Okay, Volta kämpft hier auf jeden Fall um die Loose Streak. Guckt sich genau an, was PYM macht. Scheint nicht so viel zu haben. Und das gibt genau dieses Duell jetzt. Ja, wusste natürlich, dass er die Soraka nicht rausnehmen kann, den Rumble nicht. Also, easy für Volta. Möchte ganz gerne einen Kill mitnehmen. PYM auf der anderen Seite wird das vielleicht auch so machen, oder? Der sieht nach Blitzcrank Soraka Reroll aus. Der müsste dann eigentlich ein Mage-Emblem da irgendwann bauen. Kann er ja, ne? Ja, ich glaube, ja, also, ist nicht so schlecht, sich das auch offen zu halten bis 3-2, I guess. Ja, okay. Also, da gibt es auf jeden Fall Optionen. Ich finde ganz interessant, dass er Adaptive geslammt hat, weil das ist natürlich schon eigentlich ein Kack-Item. Ja, fand ich auch zum spannend, Beispiel ja. Alternativ machen können. Aber wir haben das eben in der Line auch gesehen, sogar in der Radiant-Variante, ne, auf Seraphine. Ich glaube generell, also ich habe sehr viel jetzt die letzten Tage immer mehr Adaptive gesehen. Also es mag sein, dass da einfach die besten Spieler der Welt sagen, nee, ist doch voll krass, haben wir festgestellt. Mhm. Also wir haben wirklich sehr viele Adaptive-Helme einfach gesehen in allen möglichen Situationen. Ja, ich meine, es hatte ja einen richtigen Hype in der ersten Ahri-Zeit, weil das auch einfach so flexibel war und im Worst Case selbst in einer AD-Comp halt noch als Frontline-Item nutzen konntest. Und da wurde es ja auch entsprechend genervt. Beim Young ist das Setup, was du angesprochen hattest. Oh, ist Terry, das krass. Rageblade, also der ist in einem guten Spot natürlich jetzt schon kurz vor 5 Fairy, beziehungsweise 5 Fairy hat er sogar, ne? Also er kann dann auch Level 6 auf jeden Fall 5 Fairy auch reinstellen. Wir gehen auf 71 für den 5er Loose Streak. Das tut natürlich schon ein bisschen weh, aber ist trotzdem in Ordnung. Ja, ist für das Morgana-Karussell gut. Ja. Ja, mit dazu. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal stark genug. kann auch so konsequent sein, ne? Ich würde auch sehen, dass der jetzt einfach gleich einen Reforge drückt auf eins von den beiden Emblemen. Ja, ist nur die Frage auf welchen, ne? Ja, also wie gesagt, eigentlich passt es zueinander, theoretisch, weil man dann halt Full Witchcraft spielen kann und trotzdem natürlich die Aktivierung hat. Aber du droppst halt aber mit Gwen so, ne? Also ich. Ja, genau. Ist halt nicht nur. Ja, du hast halt meistens dann in Witchcraft Setup nicht auch noch Items für die Gwen, insofern kann das schon awkward sein. Korrekt, ja. Nicht gut. Heieiei. Also ansonsten wäre es halt Rise oder Karma Witchcraft, ne? Das wäre so der Standard. Dafür sind die Items auch noch gar nicht da. Also die Items sind, finde ich, mehr Warrior. Ja, absolut. Also hier Edge of Night Fiora zum Beispiel, Dark Alley Dealings, da ging einiges. Er nimmt jetzt auch Warrior raus für die Runde. Dadurch tailert er seine Augments für 3-1. Also kriegt quasi kein Warrior Augment dann vorgeschlagen, sondern eher... Alter. Title spielt hier wirklich 6 Sugarcraft Stimpak, der droppt auf 50 HP, kriegt dann unendlich Items und möchte den Sugarcraft Cashout zum Sieg bringen. Finde ich geil. Das ist Title. Also, ne, wir haben viel darüber gesprochen, dass der in diesen Sets besonders erfolgreich war, wo er maximal Risiko gehen konnte, mit den Gamble Trades, mit Fortune zum Beispiel. Das ist genau dein Ding. Ja, ist natürlich für ihn ein bisschen bitter, dass er jetzt hier den Fight gegen Volta gewinnt.
Heute will er aber einfach noch mehr verlieren als er. Ja. Vorher hat er eigentlich die zwei Barts ja auf Level 5. Naja. Nach dem Silber-Augment. Ist eine Lösung. Ja. Die Slots sind okay. Ich hätte, glaube ich, sogar Mentorship vielleicht auch gesehen. Ja, aber für Mentorship Aufstellung Griefen für das Silberding fühlt sich immer doof an, finde ich. Mm. Oh, Reforge. Ja. Hier, Reforge die Träne mit. Oh ne, es ist Gwen, ne? Du reforgst die Träne nicht mit. Dann reforgst du sie aber einfach gar nicht. Hm. Oh, okay. Okay. Also die Brammel sehe ich wirklich gar nicht. Alright, na gut. Also, möchte ein bisschen Lebenspunkte behalten, weil er natürlich weiß, der Weg bis 8 Witchcraft ist weit. Aber er weiß auch, er kriegt hinten raus natürlich nochmal ein Gold- oder Prismatic Augment. Also er hat dann auf jeden Fall nochmal eine Chance, sein Emblem zu kriegen. Darkest Spot würde mich jetzt auch interessieren, weil der hatte ja... sag mal, das ist doch dieses Windstreak Augment, oder? Wo man mit einer 4er Windstreak anfängt, was ich im ganzen Turnier noch keinmal gesehen habe. Ja, von wem ist das denn? Ah, okay. Mit Pete und der hat die Windstreak verloren. Und Tiny Titans hinterhergeschmissen. Also, das ist auch. Das sieht komplett doomed aus auch. Ja. Weil der ist Level 6 mit 40 Gold. Also, ist gar nicht eco-mäßig so far behind. Wollen wir mal 5 Runden Darkest gucken zwischendurch, bevor es hier bei Volta interessant wird? Oh, klar. Weil ich glaube, der hat eine ganz interessante Situation mit seinem Beggars Can Be Choosers zusammengebaut. Tu ich. Für dich alles. Geil. Color me surprised. Also was genau findest du daran jetzt so interessant? Ich würde es nur gerne nachvollziehen können. Ist es der Encantor Olaf? Also jetzt sag mal nicht, dass das nicht interessant wäre. Ja, aber mit Betonung auf die ersten Teilbuchstaben. Warum hat er das nicht reforged? Ja, also... Also er hat eine Frost-Spatula gebaut mit der Spatula, die wir hatten, ja. Und hat dann Branching Out geklickt und in Kantor geklickt und gekriegt und gesagt, ja okay, das reicht mir. Ich glaube, da wäre noch eine kleine Component mit dazu reforgen. Okay. Was diesmal ja auch geht. Mhm. Also man kann mit Frost gewinnen. Wir haben gestern eine Frostrunde gesehen, aber was man eigentlich braucht, ist 2 Frost-Embleme. Aber also letztlich hat Darkest natürlich damit die gleiche Situation wie Volta. Wenn das nächste Augment sehr gut ist, dann geht da was. Und Darkest hat den großen Vorteil, Beggars can be choosers, bedeutet, er kann hier komplett die Augments durchrollen. Also er hat quasi garantiert 9 Frost eigentlich. Ja, oder Ghostings, ne? Also es gibt ja auch eine Golden Variante von... Oh, jetzt hat er 2-mal und dann nutzt das. Jetzt Witchcraft bekommen. Oh Gott, diese Gamble Reforges, das ist einfach so furchtbar. Also es gibt natürlich hier einiges, was er treffen kann, ne? So Hunter oder Vanguard oder so. Bin gespannt, ob er direkt nochmal Reforge, weil es ist natürlich ein Tilter. Er scheint damit fein zu sein, erstmal. Ja, ich glaube, wir behalten einfach die Ressourcen. Also selbst Bastion ist okay, ne? Es gibt wirklich viel. Insofern ist schon ein Tilter, hier Witchcraft zu kriegen. Ja, optimal ist es nicht, ne? Unser Kogma 2, der muss jetzt hier auch weiterhin gute Arbeit verrichten. Aber langsam wird es natürlich immer schwerer. Vor allem ja, ist halt bei Frost das Problem. Auch das mit Abstand stärkste Board ist natürlich Level 7 durchgepusht und dann mit Young and Free auch noch früh im Karussell drin gewesen. Also der hat sich alles genauso zusammengebaut, wie er es wollte. Und auch sehr early committed mit Ferry. Und fairerweise, wir kennen ja aus Europa Kalista nur aus Loose Streaks. Also es ist immer die, ich habe Open Fort gespielt, deswegen muss ich jetzt sofort kurz Unit auf Twister machen und dann spiele ich halt Rakan Kalista, weil das ist am meisten Stabish und ein Monster. Aber er spielt die Fairy Tristana into Kalista Full Windstreak Comp. Die ist mir lange nicht mehr untergekommen. Aber auch krass, Rio auch auf 8 Wins. Also die da oben haben jeweils 9 und 8 Wins. Das heißt, die haben sich nur begegnet in 2-1. Und für den Rest der Lobby wäre es echt fair, wenn die jetzt mal sich da einigen könnten.
Ja, wir sehen übrigens den Rice auf der Seite von Volta, er hat aus dem Karussell mitgenommen, ist natürlich sehr nice. Ist einer der sehr guten Träger der Switchcraft Emblems. Ja. Hat man jetzt nicht so richtig gesehen, aber... Ja, ja, aber es ist einfach für ihn... Also Volta spielt ja auch volles Risiko, ne? Offenes Visier, 40 Lebenspunkte und dann auf Level 8 treffen. Ja, ich glaube, da sollten wir jetzt auch rübergehen, ne? Ah, nee, das Ocken müssen wir eigentlich hier sehen. Also ehrlicherweise, Volta hat nur 3 Loses, ne? Also der spielt, der hat keine Full Streak durchbekommen. Mhm. Ehrlicherweise, ganz rough, da hoffen wir, dass er irgendwie sofort Rise 2 findet. Und bei Darkest, da ist das Ork mit den 4-2-Entscheiden. Also 50% Gold, 50% Prismatic ist die Chance bei Double Silber. Kann man sich immer merken. Und beides ist für ihn fein. Ja, also die Spots sind wirklich super spannend hier, ne? Weil, also Title zum Beispiel sieht jetzt ja auch ein bisschen verloren aus, aber Title hat halt Stimpak, also unendliche Items in Sugarcraft. Also der kann auch sehr stark werden. Darkest, wie gesagt, hat eigentlich dann 9 Frostoffen. Ich denke, er wird jetzt nochmal einen Reforge machen, deswegen würde ich tatsächlich auch nochmal kurz 4 bleiben. Ja, ja, wir bleiben hier bis 4-2 spätestens. Ne? Also wir brauchen ja niemals hier 2 Reforge und wir brauchen natürlich auch niemals Witchcraft. Ja, ja, aber ich glaube, wir warten hier noch 4-2 ab, ne? Oh ne, machen wir nicht. Also man vergisst immer, dass Zillion kein Scholar ist. Ah, okay. Vanguard kann man zumindest halbwegs argumentieren über den Warwick. Ja, es war alles sehr teuer, aber du kannst dann hinten raus Vanguard Diana spielen zum Beispiel. Ja, ne? Ja. It's not great, but maybe we can make it work. Ja, der Kogma hat jetzt nichts geholtet. Ganz lustig, YYY hat hier auch eine Gwen. Und das bedeutet, dass tatsächlich hinten raus gefährlich schwierig werden könnte, auch für Title, die Gwen zu treffen. Weil ja, jetzt, Entschuldigung, aber Rio endlich mal verloren. Aber ist tatsächlich etwas, also ich hatte ja, egal, warten wir erstmal das hier ab. Also, es ist Prismatic, das heißt Frost, Crown ist best out for us. Wir haben 12 Chancen dafür und kotzen, wenn wir es nicht hitten. Na, ist es Pandora's Items, aber das ist ja... Ich habe selten gesehen, dass jemand so hart gegriffen wurde wie Darkest heute. Also wir haben ja so 3-4 Spots von ihm gesehen. Jeder davon war lächerlich. Also der hat wirklich nur Pech gehabt. Unfassbares Pech gehabt. Ja, also, und dann hatte ja die ganze Lobby auch noch Pech, weil die beiden Fürst-Leute sich für 10 Runden nicht treffen. Das ist ja auch eine Unverschämtheit, dass das immer noch so ist. So, also wir müssen eine Perspektive wechseln. Da geht nichts mehr bei... Bei Darkest, wir gucken rüber zu Volta. Okay, das haben wir schon mal so gesagt und es ist echt nicht gut gealtert. Ja, aber ich versuche natürlich auch zu helfen. Also wir hoffen natürlich jetzt, dass er im ersten Roll mit Pandoras Bench sofort Vanguard into Frost macht, aber das ist einfach nicht so wahrscheinlich. Und weißt du, wer weniger Rerolls brauchte? Das ist nämlich tatsächlich Volta. Der hat tatsächlich ohne Beggars Can Be Choosers Witchcraft Crown bekommen, was sein Best Out war. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich bin hier ein bisschen durch die Zeit gesprungen gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, sehr gut. 28, 27, ne? Perfekt. Ja, Rise 2, jetzt sieht es wirklich richtig gut aus. Wir haben keine Fiora, doch, wir haben eine Fiora, wunderbar. Brauchen Morgana noch, sind aber früh dran im Karussell, könnte klappen. Title hat nochmal verloren, also sieht tatsächlich so aus, als hätte der Probleme, sein Sugarcraft-Board zu stabilisieren. Es gibt anscheinend ein Golden Egg, auf jeden Fall ist mein Chat begeistert. Also mag sein, dass beim Young oder Rio hier nochmal eine Win-Condition mit draufgelegt also haben. Also es wurde zumindest bei Darkest vorgeschlagen, aber jetzt abgelehnt. Ja, hatte Vanguard durch das Emblem. Also da ging schon alles mit rechten Dingen zu. Oh, really? Golden Egg. Und das ist bei Rio mit 84 HP sogar irgendwo reasonable. Du hast gesagt, mit Nila gewinnt man normalerweise keine Lobbys. Aber vielleicht kann Golden Egg was daran ändern. Also der Grund, warum man es nicht mehr nimmt, ist, weil der Cash-Out selten sofort dazu führt, dass man auch wirklich gewinnt. Und man sehr schwer daran kommt. Ja. Aber zumindest aktuell gewinnen wir da den Fight noch. Ich pausiere mal für eine Sekunde, damit ich ein bisschen weniger Lex habe. Boah, das ist aber crazy, muss ich sagen, dass Rio das verliert. Also das ist halt das Problem an Golden Egg. Der hat halt gerade Nida 3 getroffen und wahrscheinlich 7 Eldritch auf dem Board. Aber ja. Ein Prismatic weniger. Naja. Und dann dauert das Golden Egg einfach schon echt ewig. Also ich meine, er hat einen HP-Pool. Aber ja, ist auch ganz klassisch, dass man halt Golden Egg kriegt. Dann sofort levelt, all in, alles, weil man will ja jetzt gewinnen.
Und dann kriegt man Golden Egg, irgendwie 5 tolle Items, die einen gar nichts bringen, weil man gar nicht mehr das Gold hat, um noch irgendwas zu machen. Also um mal so ein paar Cash-Out-Möglichkeiten zu nennen. 2 Tactician's Crown, Thieves Gloves und 20 Gold. Bringt dir 0, weil du ja dann irgendwo auf Level 7 hockst und dann halt 2 more useless Units spielen kannst. Das ist aber 10 Eldritch hier. Wie bitte? 10 Eldritch hier. Ja. Mit den 2 Emblemen aus den nächsten beiden Karussells. Natürlich. Dann eine Tactician's Crown und 60 Gold. Das ist auch nicht Game-Winning. Dann gibt es ein paar, die sind ganz geil. Das sind vor allem die mit guten Artifacts dazu. Also so Sonias, Anima Visage, Champion Duplicator. So, da kannst du was mitmachen. Rascal Gloves ist wahrscheinlich der Best Cashout. Das ist nämlich Tactician's Crown, Rascal Gloves, also Radiant Thieves Gloves, normale Thieves Gloves und 25 Gold. Das ist probably der Beste. Und dann kannst du halt noch ein bisschen Glück mit den Radiant Items haben, weil die sind ja auch zufällig. Baimyang hat hier inzwischen eine 13er Winstreak und den nimmt er auch noch mit. Der könnte tatsächlich Weltmeister werden und über den weiß ich am allerwenigsten. Zu dem kann ich leider fast gar nichts erzählen. Wir haben bei den letzten Worlds quasi immer Bentheum gesehen, der war der koreanische Superstar. Und dieses Mal sind es dann SCSC gewesen und Baimyang, die sich qualifiziert haben. Das wäre unangenehm. Ich verzeih dir. Okay. Stellvertretend für alle. Vielen Dank. Aber der Spot sieht natürlich jetzt ganz schön gut aus. Man kann auf jeden Fall mit so einem Fairy-Setup gewinnen. Aber es gibt natürlich in so einer Spartula Prismatic Lobby tendenziell noch ein paar Sachen, die höher cappen können als Fairy. Zumal der natürlich nicht 9 Fairy hat momentan. Und das auch erstmal nicht danach aussieht. Ja. Also er hat halt auch sein Geld nicht zusammengehalten. Ne? Also um die Winstreak zu halten, ist er hier auf 10 Gold. Das heißt, Level 9 ist auch für ihn aktuell nicht so realistisch. Wir müssen auch mal über Midfeed reden, weil der ist wirklich auf einer 9er Loose Streak. Also der hat Tiny Titans gepickt. Also eigentlich wäre der schon tot, basically, aber der hat 30 extra Health. Also der muss ja irgendwas krasses kochen, aber er hat auch kein Gold und ist Level 8. Also vielleicht ist es für ihn einfach eine Desaster-Runde. Und Volta, der trifft seinen Gegenüber. Das ist Witchcraft Price. Die Morgana. Oh Gott. Aber der kann nicht 8 Witchcraft haben, ne? Aber der hat trotzdem einfach die Morgana rausgekauft. Das ist natürlich trotzdem schlimm genug. Ja, und Wits and Rice ist actually auch somehow. Das ist witzig. Dass das in dem Moment passiert, finde ich funny. Ja. Okay. Theoretisch hat man mit 8 Witchcraft natürlich eine Win-Condition, aber das Board sieht noch relativ schlecht aus. Der Rice ist sehr gut, aber wir brauchen unbedingt Fiora 2 und irgendwas, was die Frontline zusammenhält. Ja. Und also guck dir an, auch wie knapp die HP technisch ist. Also die Leute, die hier die dicksten Win-Conditions hätten, also Leute wie Volta, die haben so wenig HP und der Snowball, auf dem Baimyang da ins Tal reitet, der könnte hier alle wegspülen. Ja, schauen wir mal. Ich denke, mein Redemption ist probably ihr Best. Für was rollen wir gerade? Fiora 2, Taric 2? Oh, hitten schon mal auf jeden Fall den Taric. Hitten auch die Fiora? Ja, wichtig. Die Upgrades braucht mir dringend. Das ist Desaster, aber dann ist es probably hier Armor. Archangel sind wir nicht tanky genug für, das heißt, wir müssen Protectors Vow spielen. Ja, der Taric macht ja auch erstmal viel. Ja, Ryu hat natürlich nebenbei noch sein Ei am Laufen, hat, glaube ich, zwischendurch ein oder zwei Fights gewonnen. Also es passiert sicherlich, bevor er stirbt, aber die Frage ist, ob es, wie du erklärt hast, genug bringt. Naja, und da gibt es einfach zu viele schlechte Catchouts. Also da, oh, wo sind wir da angekommen? 481, okay, das ist nicht der Sugarcraft All-The-Time-Player. Mhm. Uff. Also Rice schauen, das sieht jetzt schon saftig aus. Aber er ultet halt auch nur einmal, ne? Also, boah, braucht er lange. Wenn die Gegner nicht Norites Carry hätten, sondern eine Actual Unit, wäre das eng geworden. Ja, ich wundere mich auch ein bisschen. Haben wir gestern auch so gesehen, ohne Mana-Item auf dem Rice. Das hatte Darkestar, glaube ich, gespielt. Und also, das ist halt gefährlich, weil es, wie du sagst, dauert einfach lange. Boah, und es ist HP-technisch so knapp. YYY auf 6 HP. Der wird hier wahrscheinlich nicht Weltmeister. PYM auch nicht. Ja, und die jetzt unten sind, die müssen jetzt natürlich Darkest die Daumen drücken oder halt eben Volta. Und Volta, ja, 8 Witchcraft, CC't alles, aber du musst trotzdem mit dem Rice auf der richtigen Seite stehen, weil der trifft nicht bis ganz nach hinten. Das heißt, wenn der Enemy Carry jetzt oben rechts steht, dann wird er erstmal nicht CC't, es sei denn, die Fiora rennt durch. Und die Fiora wird immer auf der Seite vom Rice stehen, klassischerweise. Also jetzt wird Taric umgestellt und Rice umgestellt, das wäre so der Klassiker. Genau das. Und jetzt steht er richtig und trifft den Varus. Das mal, Dark ist Pandora's Bench immer noch am Rollen. Es ist so sad. Aber also Darkest hat natürlich gut hier AP beschützt offensichtlich. Also hat einige Fights ganz gut nehmen können. Aber ohne neuen Frost als Win Condition wird der hinten raus hier natürlich nichts mehr machen können. Ja. Also Darkest ist im freien Fall, wenn da nicht nächste Runde da was rauskommt. Da droppen jetzt die ersten raus.
Oder ja, DAYM ist der Mann aus Taiwan. Der wird hier höchstwahrscheinlich nicht Weltmeister, wie gesagt, wie du beschrieben hast. Es sei denn, Volta und Darkest schaffen es noch. Langsam sieht es auch ein bisschen realistischer aus. Bamiyang hat einige Fights verloren. Aber ich glaube tatsächlich, Title ist hier möglicherweise dabei, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Das ist das Sugarcraft Board mit Stimpak into 6er Winstreak. Ja, also das ist auf jeden Fall der große Dominator hier. Ich muss sagen, Rio ist ja 6 Punkte vorm zweiten und hat einfach die Eier in einem World's Final Going Egg zu picken. Also ich glaube, es gab noch nie jemanden, den ich es mehr gönnen würde, Weltmeister zu werden. Weil er wirklich der Dominante ist. Während Taito sich ja... Ach du Scheiße. Was ist What das the Forge? Denn? Der hat What the Forge noch gekriegt, nachdem er Stimpak ausgezahlt hat. Das unendlich Items. Gwen 2. Fiora mit insanen Items. Und Volta ist raus. Ach, oh Gott. Wir sollten auf den Cleanfeed gehen, weil wir müssen auch den Eier-Cashout sehen, möglicherweise. Ja, das ist schon korrekt. Aber ich wollte noch kurz die einen Mimik von Volta sehen, aber ich bin leider genau raus, als er, glaube ich, gerade sein Headset auf den Tisch rammen wollte. Und ich nehme es ihm gar nicht übel. So, jetzt müssen wir natürlich wieder unendlich beschleunigen. Wir sehen auch mal ganz kurz die Items. Also, da können wir mal nur bei Taito schauen. Das ist ja die Creme de la Creme. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja das schlimmste Fiora-Itembild, was ich jemals gesehen habe. Eitel ist der ultimative Gambler. Es ist einfach, also die Unit, nee, also das ist nicht mehr legal. Was sehen wir Golden hier? Egg. Ja, das ist ein Artefakt, ein Radiant und eine Tacticians. Und das meiste davon random. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Warum sollte das random sein? Also es ist doch einfach Unfug. Ja, kann ich sehen. Also ich meine, der Cashout ist natürlich trotzdem big, ne? Ist das? Also ja, ich meine, das ist einfach viel so. Also ja, einfach ja, die von allein ist ja wirklich ein dicker Boost. Das ist ja, also eine von allein ist ja quasi ein Prismatic. Also. So ein Darkest Mimik sagt, glaube ich, alles aus. Ja, er hat Pyro gefunden, immerhin. Und selbst das erst nach 10 Runden. Der versucht jetzt hier halt noch irgendwie ein Placement zu retten. Das wird nicht gehen gegen das Sugarcraft Board. Das Sugarcraft Board ist komplett over. Der rammt hier auch den zweiten in den Boden. Also der hat gerade 2 gleichzeitig gekillt. Das ist ja, wenn du unterfordert bist. Das ist absurd. Also was Title hier... Also der produziert einen Superbanger nach dem anderen. Und vielleicht wird der korrigier mich gerne, erste zweimalige Weltmeister. Oh. Ja, habe ich auch so im Kopf. Ey, guck mal, das war ein Golden Egg Cashout. Oh, und wait. Das war einfach eine Sugarcraft-Stufe. Also, es ist wirklich krass, wie, also, Title ist, das ist wirklich verrückt. Also, wirklich einfach seine Performances, ne? Der galt lange in Japan schon als übermäßig. Hat sich dann einmal nicht qualifiziert, haben sich alle Japaner gewundert, dass irgendjemand anders mitmachen durfte. Und dann kam er dann doch, hat direkt gewonnen, ist nochmal Zweiter geworden. Also, das ist der Über-TFT-Spieler. Ich würde auch noch nicht ganz mit Faker gehen, aber... So, aber das ist die Messlatte, ne? Also, das ist Golden Egg Cashout gegen Sugarcraft Cashouts. Und die Gwen geht einfach in die Backline. Aber die Fioras, Plural, One-Shot natürlich die Nami. Und jetzt ist es nur noch der Eldritch-Gott. Der ist ein Gott, aber was ist der Gott für einen Non-Believer? Gwen weiß nicht, was eine Kirche ist, hat noch nie davon gehört, denkt, das ist Nahrungsmittel und klatscht ihn hier um. Bodenlos. 9er Winstreak für Taito. Sah aber so aus, als könnte da ein guter Charm vielleicht eine Chance geben für Ryu. Und dann ist die Frage, was hat eigentlich Bamiyang gemacht? Der hatte eine 15er Winstreak. Hat der noch irgendwas in petto? Könnte der Kalista 3, Rakan 3 irgendwie sowas auspacken? Gibt es noch eine Möglichkeit für den zu gewinnen? Oder hat Taito es hier fest in der Hand? Wir sehen es links oben. Da ist kein extra Gold mehr. Also sieht so aus, als wäre Bamiyang, als würde er keine Rolle mehr spielen. Ja, der ist pleite. Also der hat eine schöne Standardline, aber er spielt halt wirklich gegen absolut crazy Leute. Es ist absolut absurd. Man muss auch sagen, also wenn mein Twitch richtig liegt, hat Taito das 3. Mal in Folge What the Forge. Was als das stärkste Augment aktuell gilt, das fühlt sich nicht ganz fair an. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar der letzten Runden dieser Weltmeisterschaft, denn alle drei würden hier das Turnier beenden, egal wer gewinnt. Derjenige gewinnt hier diese Worlds in Magic and Mayhem. Und ich glaube, Bamiyang hat noch eine kleine Idee vielleicht. Wenn der das Karussell erreicht und da ein Fairy Emblem drin ist, würde ich dem
so eine, also auch nicht viel, ne? Aber ich glaube, eine 15% Win-Chance geben oder so, weil ich glaube, dieses Sugarcraft-Board ist absolut verrückt. Und es sind auch gleich 2300 Stacks. Ich bin mir nicht sicher, wann das fertig ist. Ja, also er ist jetzt bei 1600, also das klatscht auf jeden Fall schon mal ordentlich rein. Und die Kalista, ich meine, die arbeitet, aber da vorne ist jetzt ein Rakan dazu gekommen mit dreimal Unending Despair. Das macht auch was. Der ist dann trotzdem irgendwann weg, aber da steht halt noch so viel, ne? So viele Fiora, so viele Gwens, da ist auch irgendwie noch eine Jinx, ne? Und die Kalista, die arbeitet, die killt einen nach dem anderen und dann steht da immer noch ein 3-Item-Bart mit einem Seekers in der Backline. Und tatsächlich mussten sich beide gerade geschlagen geben. Ryo muss man echt nochmal davor heben, was der für ein omega geile Sache gemacht hat mit seinem Golden Egg und Nila Ash Reroll. Das ist einfach so kreativ, so nice. Aber Titel hat eine gottlos kranke Comp. Also sorry, aber Freunde, wir können das hier nicht auf What the Forge runterbrechen. Der hat einfach hier eine brillante Line gespielt. Der wusste natürlich, volles Risiko. Das ist, was Titel so gut macht. Der hat auch, der wusste ja, dass eine bei den Worlds, die er das erste Mal gewonnen hat, er ist der Einzige, der im Checkmate war. Und alle wollten ihn griefen. Aber er hat einfach 15 Runden Open Fort gespielt und dann einen Winout gehabt, wo niemand was gegen machen konnte. Und so ist es hier auch. Er geht einfach volles Risiko mit Stimpak rein, loose-streaked, kriegt nicht mal die komplette loose-streak, ist ihm alles egal, weil er weiß, wenn ich jetzt Sugarcraft gut treffe, dann kann ich trotzdem gewinnen. Und What the Fort ist dann ein bisschen Bonus obendrauf, natürlich, das macht's nochmal besser, aber die meisten anderen Prismatics hätten für ihn auch gereicht hier. Ja. Leider ist der Observer wieder AFK. Ryo ist raus. Und damit wird die Weltmeisterschaft leider ohne ihn ausgemacht. Ich muss trotzdem sagen, ich fand's mega geil. Also Nida, Ash, Golden Egg, Sieger der Herzen. Aber das wird am Ende nicht so viel ausmachen. Hat tatsächlich noch Zeit. Ne? Er hat einen Fight gegen den Ghost gewonnen. Oder vielleicht sogar das direkte Duell gegen Ryo. Das bedeutet, Bamiyang kriegt hier das Karussell noch zu sehen. Wenn da eine Ferris-Battle da drin ist, maybe. Man muss aber auch sagen, da gibt es dann auch direkt für Titel den Cash-Out und ich glaube, das ist dann nicht mehr zu schlagen. Er müsste ihm dann direkt 23 Damage machen, das ist eigentlich auch nicht möglich. Also ich glaube, Titel 99% ist der durch. Ja, man muss auch sagen, Bamiyang hat in der letzten Runde ist der Achter gewonnen. Ne? Also dass der hier mental so aufsteht, das ist natürlich auch beeindruckend. Und auch Titel ist bei 23 Punkten. Ne? Also Ryo wird diese Weltmeisterschaft beenden mit 38. Also der ist by far, hat er die meisten Punkte. Aber es spielt halt keine Rolle. Am Ende kommt es darauf an, wer auch am besten diese Full-Risiko-Lines spielen kann. Da sind die Augments, aber es sind nicht die richtigen. Es gibt zwei Embleme, aber kein Fairy-Emblem. Tja. Und dann muss man wirklich einfach sagen, also ne, du tust dich schwer mit dem Faker, da bin ich voll dabei. Aber Goat of TFT, glaube ich, muss man schon sagen. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt sieht es ganz danach aus. Ne? Also Title hier tatsächlich der erste zweifache Weltmeister. Das ist ein Statement. Ein letzter Fight und hier kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Er nimmt die Target-Dummies mit. Nicht der beste Charm, nicht der schlechteste. Auf der anderen Seite werden die Items nochmal umgeprügelt. Es kommt auch mal eine Gwen dazu. Das heißt, wir spielen jetzt Double Gwen. Das ist auf jeden Fall nochmal irgendwo stärker. Aber das ist halt eben bei Title. Weil bei Bamiyang, er kann ja nichts mehr verändern. Er hat nicht mal einen Charm. Und er weiß auch, hier wird's enden. The last ich fände es ganz schön, wenn er rausnehmen würde, weil ich hätte die Torte gerne nochmal zum Abschluss gesehen. Das wäre der perfekte Abschluss für das Set gewesen. Ja, aber ich glaube, dann darf Title auf jeden Fall da einige Staatsgebiete nicht mehr erwähnen. Die Double Gwens marschieren nur so durch. Es ist absolut brutal. Kaum eine Unit stimmt. Ich glaube, actually keine. Und Title krönt sich ein zweites Mal. Das ist die falsche, die ihr groß gemacht habt, Jungs. Ein zweites Mal zum Weltmeister. Und ist der erste Spieler in der Geschichte von TFT, der das erreicht. Und diesmal hat er auch eine Cam, weil den letzten Weltmeistertitel hatte er keine. Da gab es viel Diskussion. Oh, guck dir das mal an. Das ist die Torte. Die Torte hübsch. Wurde doch noch gefüttert. Ja, stark. Also sah schon sehr emotional aus, habe ich gar nicht erwartet. Der wirkte immer sehr konzentriert, aber das wirkte jetzt schon sehr erfreut. Ja, da war im Hintergrund wieder die falsche Kamera. Das ist ein bisschen awkward. Ja, aber Titel scheint sich sehr zu freuen. Und ich denke, das sind die Emotionen, die wir natürlich auch sehen wollen. Oder ist das Titel? Das ist einfach nur Titel, aber nicht so überbelichtet. Das ist Titel, ja. Der hat das Zeta-Trikot an. My bad. Es war eben so viel heller. Aber das ist, haben sie gut gemacht. 125.000 Euro reicher? Nein. Ich korrigiere mich, 150.000 Euro reicher, right?
Ja, 150.000 Dollar streng genommen ist das Preisgeld. Stark. Der Standort bei mir auf dem Screen war falsch. Ja, mein Gott, sie haben da andere Dinge erwartet. Boah, also eine Weltmeisterschaft mit gemischten Gefühlen am Ende. Also man gönnt das Title irgendwie sehr, ne, weil er der Erste ist. Man sieht trotzdem auch natürlich wieder den Preis des Checkmates-Formats. Er gewinnt die Weltmeisterschaft mit 31 Punkten. Rio mit 38 wird zumindest dadurch Zweiter. Die Europäer konnten leider ihre starken Leistungen in den letzten Tagen jetzt nicht so richtig ummünzen. Gerade Darkest, also bei Volta, ne, da hatte man schon das Gefühl, der wird hier jetzt nicht um die Top 4 mitspielen. Darkest hatte man schon eine gewisse Resthoffnung, dass er da oben mitmachen darf. NA, die große Enttäuschung des Turniers auch. Absolut, ja, das ist krass. Wobei man natürlich meistens eigentlich nur ein oder zwei hatte, die gut waren. Ne? Also da ist die APEC-Region natürlich insgesamt schon überzeugender. Oder auch bei den letzten Sets die Chinesen. Ja, also ich meine, Milk und Spencer waren denkbar knapp am Finaltag vorbei. Aus europäischer Sicht definitiv die größte Enttäuschung Double, ne, dass der nur 32. geworden ist. Der hatte eigentlich auch einen guten Start und hat dann drei Bottom Threes hintereinander gehabt und auch am nächsten Tag sich nicht richtig berappeln können. Das tat weh. Und aus deutscher Sicht, Elia mit einem 23. Platz. Ich denke, damit darf er auch zufrieden sein. Ne? Also dann natürlich tritt man an, um dann irgendwie noch mehr zu holen. Ja. Ja, ich glaube, mit ein paar Tagen Abstand kann man sich darüber freuen. Ist natürlich erstmal jetzt bei dem Turnier, wo er jetzt extra hingereist ist und so, nicht so weit gekommen, wie er gehofft hat, sicherlich. Aber ja, ich glaube, also er hat auch so ein bisschen geschrieben. Erster Tag war unzufrieden, hat ein paar Fehler gemacht. Zweiter Tag war dann nicht mehr so viel drin. Ich muss ein bisschen zur Ehrenrettung des Checkmates-Format, was ich wirklich als Zuschauer einfach sehr gerne sehe, noch ein bisschen gegenargumentieren. YYY hatte gestern einfach, also nach den ersten beiden Tagen, 6 Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz und 10 Punkte, 11 Punkte sogar Vorsprung vor Rio. Ne, also wenn man das jetzt zusammenrechnen würde mit dem dritten Tag, dann hätte es YYY verdient gehabt. Insofern, auch korrekt, also ja. Und ich muss auch sagen, die Spannung am letzten Tag, die ist es wert. Also ich glaube, das ist einfach der Preis, den man zahlt, dass Rio heute der konstantere Spieler war und trotzdem nicht der ist, der gewinnt. Ja. Aber ich glaube, es ist wert, weil wir hätten ja, Darkest hätte jetzt auf Checkmate gestanden, ne? Also in einer perfekten Welt, also gerade als europäische Vertreter, die ja da nicht ganz oben dabei waren, unfair, aber geil, ist, glaube ich, eine geile Zusammenfassung des Formats, right? Ja, bin ich voll dabei. Das Einzige, was ich wirklich ändern würde, ist die Preisgeldverteilung. Also das, ja, die ist wirklich Arsch. Zwischen dem ersten und dem zweiten, wenn man schon so gegrieft wird von dem Format als Spieler jetzt. Also wie gesagt, ja. Zuschauersicht ist großartig. Für den Spieler ist es natürlich absolut brutal. Du weißt, du hast eigentlich die ganze, also du hast ja nur krasse Performances heute gezeigt und verlierst dann 100.000 Dollar. Das ist ein bisschen viel des Guten. Ja. Sehr strong. Stark. Das war die Weltmeisterschaft. Ne? Wir werden auch bei der nächsten wieder dabei sein, wenn ihr kein E-Sport-Turnier der Welt verpassen wollt. Dann solltet ihr unbedingt You Better Know Me auf Twitch folgen. Weil wenn ich mal was nicht kann, weil Riot mich zu irgendwelchen anderen Events einlädt, dann hält die Pforte, die Fahne? Die Fahne hoch. Die Fahne hoch. Fahne. Ne? Für die Fahne. Das Finale. Peace. Golden Egg im WM-Finale. Schön.